Mr. Fry, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starings Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Right there, Mr. Fry. Seht mal, da ist einer! Haltet ihn auf! Ich erkläre sich das ein Kampf! Er hat hier nichts zu suchen! Wo finde ich jetzt den Doktor? Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie.
Und dann sagte er, sie soll verschwinden. Aber ohne Schlüssel kommt sie ja nicht raus. Nichts anderes als die Qualität der Medizin der Zukunft. Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe! Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Oh, gut. Ich danke Ihnen, Sir. Oh. Starrick hat uns vor dir gewarnt, Assassine. Deine Anwesenheit in London blieb. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken: ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vermittelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt?
Schlag ihn! Deine Geduld ist am Ende! Was ein bisschen Sirup nicht heilen könnte. Ist das langweilig? Nein, der Fuß. Hab dein Auge auf den Weg! Ja, den was in Gottes Namen war? Hörst du bereit? Mach dir fertig! Eliotson ist tot und die Beruhigungssirup-Produktion ist eingestellt? Ungeheuerlich! Fry hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, danke, Philipp, sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht, kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir. Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Fry. Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen. Sie missachten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte? Miss Fry? Miss Fry wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich. Entschuldige die Störung, Novize. Aber vielleicht interessiert's dich, dass Sean und Rebecca Otzoberg entkommen sind. Berg leitet das sogenannte Sigma-Team. Violet DeCosta ist seine Technikerin.
Die beiden jagen und töten Assassinen schon sehr lange. Zum Glück geht's euch gut. Ach, Pillepalle. So ein lahmer Templer-Supersoldat ist doch kein Gegner für den glorreichen Sean Danger Hastings. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Gut, wie auch immer. Bergs Anwesenheit bestätigt es. Der Edensplitter ist in London. Den Daten des Novizen nach muss es das Grabtuch sein. Die Templer scheinen es plötzlich ganz dringend haben zu wollen. Vielleicht wissen die mehr als wir. Wir wissen eigentlich nur, dass wir es nicht allein mit Sigma aufnehmen können. Überlasst das mir. In der Zwischenzeit, haltet euch bedeckt. Lasst den Novizen erst die Daten synchronisieren. Die Eisenbahn hat ihm nicht gereicht. Jetzt hat Starek auch noch eine Omnibusgesellschaft gekauft. Vermutlich, um die Arbeiter im Bezirk zu kontrollieren und sie an die Leine zu legen. Pearl Attaway ist Stareks Konkurrentin, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ins Geschäft einsteigen. Ulysine ist frei? Was haben Sie vor? Ich habe das Papier studiert, das wir aus Kenways Haus haben. Ich sehe mir ein gewisses Monument an. Nein, ich war's nicht. Unschuldig. Verzeihung. Sie sind doch die... Ich bin sicher, wir kennen uns nicht. Ist das ein Ring für Preiskämpfe? Da können Sie sich aber drauf verlassen, my lord. My lady? Ich bin Robert Topping. Der beste Buchmacher Londons zu Ihren Diensten. Naja, zweitbester, aber meine Mom sagt, Donald wäre etwas einfältig. Aber egal, ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen. Von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen. Ich denke, wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen.
Sie da sind. Wirklich sehr schön. Ich machte mir schon Sorgen, ich müsste es selbst mit diesen Schlägern aufnehmen. Achtung, Wieselfling! Eine perfekte Runde. Welche tapfere Seele steigt als nächstes in den Ring? Lass die nicht zu Atem kommen! Schneide ich die Zunge raus! Ich breche den Zugriff. So gut wie tot. Damen und Herren, auf diesen feinen Teilnehmer sollten Sie vielleicht wetten. Das ist unser nächster reizender Dickkopf. Sag ihm den Schädel! Ich setz dir mein Ende in den Ohren. Er kommt hier nicht in einem Stück raus! Absolut entzückend. Der nächste, jetzt aber Beeilung. Dafür wirst du bezahlen. Reiß ihn ein. Bring dich in zwei Hälfte. Meine Mutter sagt immer, es gäbe keine Perfektion. Aber das, meine Freunde, war ein perfekter Kampf. Gut gekämpft, my Lord. Ladies and Gentlemen. Langweilen Sie sich zu Tode? Wie wäre es mit einem schönen, sauberen Kampf?